Hi Leute und herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut und es gibt mal wieder eine SBC, die es zu lösen gilt. Soeben ist das Team of the Season gestartet und ja, wenn ihr möchtet, dann könnt ihr jetzt natürlich auch eure aufgesparten Packs öffnen. Das könnte sich auf jeden Fall lohnen, denn wir haben auch sehr, sehr starke Karten in den Packs. Zum einen das Community Tots und zum anderen das Eredivisie Tots und die sehen schon wirklich sehr, sehr stark aus. Außerdem haben wir heute eine Spieler-SBC mit Giacomo Raspadori und den schauen wir uns genau jetzt an und gehen gemeinsam in die SBC-Lösung. Aktuell kostet euch der Spieler ca. 125.000 Coins. Das ist natürlich immer abhängig, auf welcher Plattform ihr denn gerade spielt oder nach aktuellen Marktgegebenheiten können auch Preisschwankungen vorkommen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass da sogar nochmal so 10 oder vielleicht sogar 15.000 Coins günstiger wird, da die 83er ja zum Beginn des Tots relativ teuer aufgrund der letzten SBCs waren und ich denke, das wird sich wieder ein bisschen einpendeln. Umso mehr Lightning Rounds es natürlich gibt. Okay, dann würde ich sagen, schauen wir uns das Spiel an. 90 bewertet, oh wow. Der sieht auf den ersten Blick eh so. Ich bin jetzt wirklich, also er hat schon eine Future Star Karte, das wusste ich gar nicht. Und eine, ist das eine Serie A POTM? Ja, genau. Serie A POTM und eine Future Star Karte mit 87 Bewertung. Und sonst hat er normal eine Silberspielerkarte, aber auch mit 4 Sterne Skills und 5 Sterne schwacher Fuß. Das finde ich schon mal auf dem ersten Blick schon mal richtig gut. Auch die Arbeitsrate mit hoch gering. Vielleicht der Serie A Messi. Man weiß es aber nicht. Bin ich ganz ehrlich, die Stats, die sehen schon wild aus. Auch, dass er auf jeden Fall irgendwie einen Kopfball von 99 hat. Mit einer Größe von 1,72. Balance hat er 99, Beweglichkeit 82. Das sieht schon echt wild aus, was der für einen Preis von 125.000 Coins bietet. Was könnte man ihm noch geben? Ich würde ihn tatsächlich erstmal vielleicht einfach komplett auf Basic lassen und dann würde ich vielleicht Marksman geben. Ja, das pusht dann nochmal vielleicht so ein bisschen die Dribbling-Werte und die Schusswerte. Dann ist er aber auch overall echt fein. Das ist eine 97er Karte. Also wenn man jetzt ihn noch Marksman gibt auf der hängenden Spitze. Oder 96 als 10er. Das ist schon mal echt eine Wucht. Also die Karte nehme ich auf jeden Fall mit. Es kommt ja auch noch das Serie A Tots. Das kommt aber als letztes dran. Also es dauert tatsächlich auch noch so mindestens 5 Wochen bis dahin. Also, ist eine Karte, die eigentlich muss man die mitnehmen. Hat auch Flair und Dribbeltechnik. Nimmt man eigentlich mit. Dann würde ich sagen, gehen wir rein in die beiden SBCs. Dort haben wir 2 an der Zahl und wir bekommen sogar kleinere Packs zurück. Nicht der Rede wert, aber hier haben wir zum Beispiel ein 12,5k Pack und noch ein seltenes Gemischspieler-Pack, ein klein. Nicht der Rede wert. Wie gesagt, dafür machen wir es nicht. Wir machen das Ganze für einen Spieler, aber trotzdem nehmen wir die Packs natürlich gerne mit. Die Bedingungen in der ersten SBC sind folgende. Wir brauchen einen Italiener, Teamgesamtbewertung 84, Teamchemie 70 und natürlich 11 Spieler. Und wie es von mir gewohnt seid, gehe ich hier einmal stillschweigend durch die Spieler durch. Ihr könnt dann das Video an der jeweiligen Stelle pausieren und euch die Spieler vom Transfermarkt erst snipen. Ihr habt dafür 7 Tage nach Release Zeit, diese SBC abzuschließen und dann ist er leider weg. Ich würde sagen, wir legen los. Let's go. Und damit haben wir die erste SBC erfolgreich abgeschlossen. Kostenpunkt hierfür ca. 50.000 Coins. Das war also der erste Streich. Der zweite folgt zugleich mit der Serie A SBC. Und da brauchen wir einen Serie A Spieler. Teamgesamtbewertung 85, Teamchemie 65 und auch hier natürlich wieder 11 Spieler. Und auch hier gehen wir einmal fix durch. Let's go.
Und damit haben wir auch die letzte SBC erfolgreich abgeschlossen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß, falls ihr Packs öffnet und falls ihr vor allem diese Karte spielt. Die sieht schon echt gut aus. Also kann man mitnehmen, auch gerade für den Preis aus der Serie A. Ohnehin eine Preis-Leistungs-Liga, die seinesgleichen sucht. Ich glaube, ja, die La Liga könnte jetzt ein bisschen teuer werden, da wir einfach da auch noch echt wirklich richtig gute Karten drin haben. Aber auch die Serie A, die macht sich vor allem dann auch mit so einer SPC. Also wer fleißig Karten sammelt, zum Beispiel ich nehme sie mit. Das soll es gewesen sein. Gerne mal ein Like da lassen, gerne auch einen Kommentar, was ihr von der Karte haltet. Und ja, ich drücke euch wie gesagt die Daumen, falls ihr da aufgesparte Packs habt und rein ins TOTS geht. Das wird eine echt coole Zeit. Folgt mir da auch gerne auch auf Twitch. Dort machen wir ja ab Montag spätestens dann auch immer ein Pack-Opening. Ich habe so viele angesparte Packs, wir machen so viele Upgrades, wir hauen 30 Mille komplett das ganze TOTS. Mal gucken, ob ich überhaupt die 30 Mille komplett wegkriege. Aber wir hauen alles in Upgrade-Packs und Picks. Ich hoffe doch. In diesem Sinne, reingehauen, wieder schauen. Peace.